Ohren. Ein Podcast mit Shelly und Christian. Like ice in the sunshine. Like ice in the sunshine. I'm melting away on this sunny day. Heute Shelly und Christiane machen Urlaub. Hallo. Hallöchen. Aber was trinkst du denn da Leckeres? Schirmchen, Entschuldigung, Wasser aus der Leitung. mit Schirmchen. Natürlich. Und Sahne und Kirsche obendrauf, ist es klar. Ist mein Urlaub, auch wenn es nicht so aussieht. Prost! Prost! Und du? Auch so. Limonade. Oh, Wahnsinn. Fest gemacht. Rot, lass mich raten. Kirsche? Ja, wir hatten noch welche. Im Garten. Mhm. Also hinterm Haus quasi. Genau. Wäre auch schön. Den gibt es hier leider nicht. Also Schirmchen-Cocktail. Prost! Prost! Geht gut. Ja, ist mein Aber ganz Freund. Schön warm ist es. Ja, nun ja. Es ist Sommer. Aber hier vor dem Rechner geht's. Ja, ist mein Urlaub dieses Jahr. Und du so? Ja. Auch wir haben ja jetzt schon eine Weile Ferien. Also eigentlich fangen wir jetzt bald schon wieder an. Quasi. Hm. Heißt aber auch, dass wir uns bald sehen. Ja, eine Woche noch. 10 Tage. Yeah. 10 Tage. Nee, 9. 8-mal schlafen. Mann, heute ist schon wieder komisch. Ja. Ja, Sommerurlaub 2020. Ja, ich habe die Terrasse gefegt. Dann geht. Hashtag nicht, ne? Genau. Wir haben eine neue Markise. Siehste, und ich war ja gerade erst eine Woche weg, wenn wir mal ehrlich sind. Aber das ist ja auch kein Urlaub hier. Ein Hotel, 30 Kilometer weiter, Mutti an der Backe. Hm. Ich hatte genug Arbeit mit. Ich habe die Zeit rumgekriegt. Also, Hotelurlaub ist schon was Nettes, weil du dich einfach auch nicht ums Essen kümmern musst. Das stimmt. Hm? Um die Wäsche muss ich mich hinterher trotzdem kümmern und ich habe den ganzen Tag Mutti zum Bespaßen. Eigentlich kümmere ich mich dann lieber um mein Essen. Ja, nein, aber natürlich ist das schön irgendwie, wenn einem das Housekeeping die Bettwäsche hinterher trägt. Wobei sie bei mir immer überfordert sind, weil ich mir die Hälfte von dem, was im Bett liegt, ist meins. Das können sie ziehen. Muss mal gerade. Piept. Nein, es juckt. Nein, was auch immer. Das Ohr. Das Ohr, ja. Denn, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, wir sitzen immer noch in Zoom. In Zoom. Hashtag Werbung habe ich selber bezahlt. Und damit ihr uns gut verstehen könnt, arbeiten wir halt beide mit Headsets und ja. Manchmal jucken die ein bisschen. Das stimmt. Zumindest mit diesen Fusselhaaren. Ja, Urlaub 2020. Ich erzählte mal davon, dass ich 14 Tage in Dänemark bin. Das haben wir ja auch noch geschafft. Im Jahr. Und haben dabei zugeguckt, wie in Deutschland die Leute alle in den Lockdown gehen. Da war in Dänemark das noch gar nicht so schlimm. Da stand am Eingang eine Flasche Desinfektionsmittel und das war's. Also am Supermarkteingang. Wir sind dann wiedergekommen und hier in den Lockdown gefahren. An der Grenze hat man uns dann erstmal gefragt, was denn unsere Begründung sei. Ich habe das in einem der vorherigen Podcasts schon erzählt. Und ich habe dann nur gesagt, ich möchte gerne nach Hause. Glücklicherweise bin ich ja bei meiner Mama an einer Adresse gemeldet, sodass das auch kein Problem war.
weil wir wollten gerne beide nach Hause. Und ja, wir waren auch in Dänemark noch einkaufen tatsächlich, weil hier gab es ja schon das ein oder andere nicht mehr. Erinnerst du dich noch? Damals, als es kein Klopapier gab und als die Nudeln alle waren. Ja, genau. Und Hefe gab es auch nicht. Oh ja, Hefe war auch ein riesengroßes Problem, das stimmt. Also Mehl. Wir waren auf jeden Fall noch in Dänemark einkaufen und sind dann hier in den Lockdown gefahren. Und dann war alles abgesagt. 3 Wochen Mai-Urlaub in Österreich waren Geschichte. Ja. Jetzt verraten wir auch noch, wie spät das ist. Nur weil es bimmelt. Wer genau hinhört, hört den heiligen Bim-Bom. Es ist Mittag. Ja. Mittag. Auch das hat Corona so mit sich gebracht. Man arbeitet zu Zeiten, bei denen Shelley normalerweise vor der Tafel steht und ich noch im Bett liege und schlafe. Nein. Aber es sind Ferien. Normalerweise würde ich jetzt irgendwo im Nirgendwo Urlaub Schön. Machen. Genau. Dann sprechen wir doch vielleicht einfach mal darüber, wie wir Urlaub machen würden, wenn wir jetzt Urlaub machen würden. Könnten. Könnten. Ja. Hätte. Also, ich würde nie in den Sommerferien Urlaub machen. Sprach die Dame ohne Mann und ohne Kinder. Das heißt, du wärst jetzt sowieso zu Hause. Ja. Definitiv. Das erstens kannst du das nicht finanzieren. Wem sagst du das? Sprach die Dame mit Mann und 3 Kindern. Genau. Und alle schulpflichtig. Also zumindest die Frau und die 3 Kinder. Genau. Und dann hast du im Hotel ja noch irgendwie 1000 quakende Leute um dich rum. Das ist nicht so meins. That's because I'm not making holiday during Ferien. Summer holidays. Summer holidays. I'm not doing summer holiday during summer holidays. Also. Ja. Mach keinen Urlaub in den Ferien. Ja, ich schon. Ausschließlich. Was ein Zufall. Aus Gründen. Ja. Ich wäre jetzt eigentlich in Norwegen. Ja. Mit meinem schönen neuen Reisegefährt. Ja. Das wir uns Ende letzten Jahres geordert haben. Mhm. Und damit sind wir eigentlich auch voll im Thema, wie wir normalerweise Urlaub machen. Denn wir reisen inzwischen dann bald mit einem Wohnmobil, also einem Kastenwagen. Und vorher war unser Haupturlaub Zelten. Wir haben also eigentlich, Entschuldigung, alle unsere Jahresurlaube im Zelt, auf dem Zeltplatz verbracht. Und wie ist Zelten so? Großartig. Was findest du an Zelten großartig? Entschuldigung, jetzt muss ich mal gerade mich darüber amüsieren. Ihr solltet mal Christianes Gesichtsausdruck bei dieser Frage sehen, weil ich glaube, beim Thema Urlaub... Und ich habe mich so Mühe gegeben, das möglichst wertfrei rüberzubringen. Beim Thema Urlaub könnten wir beide, glaube ich, nicht weiter auseinanderliegen, wenn wir auf unterschiedliche Planeten wohnen. Ich hoffe, man konnte das verstehen. Oh, bestimmt. Die Leute kennen dich mittlerweile, glaube ich, ganz gut. Durch unsere Podcasts lernt man über uns wirklich viel. Ja, also mein absoluter Traumurlaub ist tatsächlich, unter freiem Himmel. Also, seit, ich weiß gar nicht, 2010
ja, etwa oder 11, also wo wir dann angefangen haben, Urlaub unabhängig von der Familie zu machen. Ansonsten war Urlaub nämlich bei mir immer, wir fahren die Familie in Großbritannien besuchen. Und so schön wie das ist und so sehr wie ich meine Familie liebe, Urlaub ist anders. Mhm. Da müssen wir einfach mal ganz klar sagen, Urlaub ist anders als immer nur Familie besuchen und in meiner Welt. Bist du bei mir oder wir sind beieinander, weil Urlaub mit Mutti ist für ist mich kein Urlaub. Urlaub. Nein, also, absolut nicht. Da sind wir uns einig. Das ist nur das Ziel, die Art und der Aufenthalt ist unterschiedlich. Genau. Wir haben also angefangen 2011 waren wir zum Camping am Jadebusen in Dangast. 2012 waren wir zum Camping am Jadebusen in Dangast. Warum haben wir uns eigentlich nicht schon früher kennengelernt? Ich weiß nicht, ist ja nicht so weit von dir, ne? Nicht. Schade eigentlich. Ich bin schneller da als bei dir. Das ist richtig. Mhm. 2013 waren wir campen und in einem Ferienhaus in Schottland. Weil, also das Camping mit Kindern ist einfach etwas, du bist nicht so auf die Frühstückszeiten in einem Hotel angewiesen. Du bist mehr an der frischen Luft als in einer Ferienwohnung. Und ich finde das einfach, das ist ein ganz eigenes Gefühl, wobei wir das eben früher auch gemacht haben, also früher, als ich ne, so gerade erwachsen war, auf dem Papier, haben wir einfach auch mal abends das Zelt geschnappt und an der Diemel aufgebaut, also da, wo ich aufgewachsen bin, im Sauerland. Ne, bist du abends losgefahren, jeder hat ein Zelt und was zu essen mitgebracht und dann haben wir halt da mal 2 Tage an der Diemel gezeltet und ja, so nett halt gesessen und immer schön wieder den Platz so verlassen, als wären wir nie da gewesen. Also das ist etwas, was für mich einfach auch ganz klar dazu gehört. Wenn ich irgendwo einen Urlaub mache, dann soll man am Ende nicht sehen, dass ich da war. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, und 2013 war ich dann mit meinem Mann alleine in Schottland. Und mein Mann ist krank geworden in diesem Urlaub, so dass wir nicht laufen konnten, also keine Wanderungen machen konnten oder Ähnliches. Ich erinnere mich, dass du das erzählt hast, ja. Und wir haben uns Anfang 2013 ein Mercedes Viano gekauft, weil wir mit 5 Leuten auch mal jemanden mitnehmen wollten und ein 7-Besitzer eben dann etwas ist, womit man ganz gut arbeiten kann. Hashtag und wir haben, hat sie selbst bezahlt? Genau, Hashtag Werbung, okay, habe ich schon so alt. und haben uns dann von einem befreundeten Tischler einen Ausbau, naja, man könnte es eher ein Kasten nennen, für dieses Auto bauen lassen. Das hatten wir aber 2013 noch nicht, das haben wir erst 2015 bekommen. Also haben wir ganz einfach eine Matratze ins Auto hinten reingeschmissen, vorher alle Sitze außer Fahrer und Beifahrer ausgebaut und haben dann eben in diesem Auto übernachtet, ein paar Tage. Und haben uns die Highlands angeguckt und sind durch Edinburgh. Und du hast halt dein Zuhause auch immer irgendwo dabei. Und 2014 waren wir dann mit den Kindern 3 Wochen in Schottland, mit Zelten dann, weil wir brauchten ja mehr Sitze im Auto. Und das war einfach nur ein Traum. Du bist draußen, du bist total flexibel. Wenn es dir nicht gefällt, packst du zusammen, fährst irgendwo anders hin. Und so konntest du halt eben in 3 Wochen auch viel von dem Land sehen. Und der allerwichtigste Punkt vielleicht auch ein Stück weit, also ich würde es nicht machen, wenn es mir keinen Spaß macht. Aber du hast vorhin gesagt, machst auf gar keinen Fall in den Sommerferien Urlaub, weil es einfach zu teuer ist. Und wenn ich mit 5 Leuten 3 Wochen durch Schottland fahren kann und einen Urlaub machen kann mit Sightseeing, mit Essen gehen, mit allem, was so für einen Standardurlaub dazugehört, dann darf mich das nicht die Welt kosten, weil sonst ist das einfach nicht drin.
Verstehe ich, klar. Und wir haben das mal nachgeguckt. Ich glaube, das war sogar für 2014. Eine Woche auf einer beliebten deutschen, also auf einer beliebten Ferieninsel im Mittelmeer. Auf einer beliebten deutschen Ferieninsel im Mittelmeer. Genau. Schön. Wir brauchen auch nicht weiter reden. Sag keine Namen. Hätte mich genauso viel gekostet mit Halbpension wie 3 Wochen Schottland mit allem drin. Ja, also mit jedem Eintritt in die Sehenswürdigkeit, mit Essen gehen, mit Sachen kaufen, mit allem, was wir so gemacht haben, allem Sprit, der Überfahrt mit der Fähre und alles. Also das ist einfach auch unschlagbar günstig. Und wir haben wieder mal erlebt, wie herzlich das Ganze abgeht. Denn wir waren zum Endspiel, also zum WM-Endspiel. Sonntagsabends kamen wir etwas später als geplant auf einem Campingplatz an. Und wir wussten ja, Deutschland steht im Finale gegen Argentinien. Ihr wisst, damals, als wir die WM gewonnen haben, ja? Schon ein bisschen mehr. Auf jeden Fall war es halt so, wir kamen halt später an als geplant. Und der Campingplatz hatte so 5 Zentimeter Humusschicht und danach kam Fels. Auf so einer Klippe halt, über das Meer schauend. Richtung Irland. Total toll. Ja, und während mein Mann und ich da so sitzen und mit unserem Gummihammer versuchen, die Heringe irgendwie in den Boden zu kriegen, kommt unser Zeltnachbar so aus seinem großen Zelt raus und begrüßt uns in einem sehr netten schottischen Akzent, oder mit einem sehr netten schottischen Akzent, den man gut verstehen konnte. Und sagt, guckt so auf unser Kennzeichen, sag mal, seid ihr Deutsche? Ja. Wisst ihr, dass heute Abend das Fußball-WM-Endspiel ist? Ja. Könnt ihr das gucken? Nee. Verpasst ihr? Ja, schon. Wollt ihr nicht bei uns mitgucken? Was? Ja, dann haben diese beiden schottischen Pärchen Anfang der 60er uns in ihr Wohnmobil eingeladen und wir durften mit unseren 3 Kindern Fußball-WM-Endspiel gucken. Mhm. Es war einfach nur toll, es war einfach nur so schön. Hm. Und das ist so für mich, ja, du bist einfach ganz, ganz viel draußen. Das ist mein Urlaub. Sehr gut. Total gut. Ja. Und eigentlich? Ach. Nicht deins. Nee, überhaupt nicht. Also, wenn du nicht Ohren hättest, würdest du gerade im Kreis strahlen, um das mal so hörbar zu machen. Und ich denke die ganze Zeit nur, scheiße, Camping. Selten. Und dann muss ich auch noch WM-Finale gucken. Das ist, glaube ich, die größte Strafe, die du mir antun kannst. Ehrlich gesagt. 300 Meter bis zum nächsten Klo. Oh, nee. Nö. So schlimm war es. Und deswegen haben wir auch jetzt eben ein eigenes Klo dabei. Und so. Wenn sich das von alleine reinigen würde, dann wäre das ja auch toll. Das darf ich jetzt nicht laut sagen, was ich gerade denke, weil sonst... Na, gut. Nein. Sonst geht der Plan nicht auf. Ja, bitte. Das, bäh. Ja, und dann 2015? Camping auf Aaron. 16. Campen. In Grömitz. 17.18. Waren wir im Sommer, glaube ich, gar nicht weg. Da waren wir dann mit dem Auto tatsächlich auch unterwegs. Campen in Wales und Südwestengland. Mhm. 18 war dann anders. Oh. 2018 sind wir
nach Cornwall gefahren und nach Kent, also einmal Südwestengland, Südostengland mit den Kindern und haben also, ich glaube, es ist noch Somerset. Wir waren eine Woche in Plymouth in einem Airbnb und eine Woche in Hastings in einem viktorianischen Bed and Breakfast, was ein absoluter Traum war. Mit aber dem ganz großen Haken eben an dieser Geschichte. Also in dem Airbnb war das okay, da hatten wir eine Küche, die wir mitnutzen konnten für Essen und Ähnliches. Aber in dem viktorianischen Bed and Breakfast, was ich also wirklich nur jedem ans Herz legen kann, weil es einfach ein absoluter Traum ist, mussten wir uns halt dann um Mittag- und Abendessen auswärts kümmern. Und das geht natürlich dann relativ stark ins Geld, wenn du für 5 Leute jeden Tag 2-mal essen gehen musst. Mhm. Und das ist einfach so der Punkt, der mich dann davon abhält. Und wir hatten 2015 wirklich Pech mit dem Wetter. Also wir waren auf der Insel Arran in Schottland. Und wir haben von den 14 Tagen, die wir auf Arran waren, 12 Tage Regen gehabt. Hm. Wir waren zu zweit, das war ja unsere Hochzeitsreise. Hab aber gehört, das ist nicht so unüblich. Du hast da gewohnt. Quasi gegenüber von dieser Insel. Du weißt, wie das Wetter da ist. Ja. Wenn es von links nach rechts regnet, ist gut. Wenn es von rechts nach links regnet, wird es komisch und von oben nach unten. Wenn es von oben nach unten regnet, dann regnet es nicht. Genau. Das ist halt normal. Ja. Wobei ich die beiden Jahre vorher, 13 und 14, waren wir jeweils 3 Wochen in Schottland. Und wenn wir zusammengerechnet in diesen 6 Wochen auf 3 Tage Regen kommen, ist es viel. Hm. Da hat es dann mal morgens ein bisschen geregnet. Aber es gab nicht dieses Durchgeschüttende, also dieses Durchschüttende, was wir auf Arran, ja, also selbst die Inselbewohner, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, das ist nicht normal für uns. Also das war für Juli, August echt verdammt viel Regen. Aber ich sag mal so, wir haben uns eine schöne Zeit gemacht und das ist das Wichtigste. Was macht man denn eigentlich so im Zelt, wenn das so schüttet tagelang? Naja, wir waren ja mit dem Auto da. Also naja, ich frage aber, was macht man mit so einem Zelt, wenn das so schüttet tagelang? Im schlimmsten Fall baust du ab und fährst nach Hause. Da gibt es keine Alternative mehr, ne? Das hält so ein Zelt auch nicht aus, oder? Ach, ich weiß nicht, wenn du das ordentlich abspannst, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass du es halt eben vernünftig aufbaust, dass wirklich Spannung auf dem Zeltdach ist, dann hält so ein Zelt auch Regen aus, weil so ein Zelt ist auch wahnsinnig schnell wieder trocken. Ja, es ist halt eben vom Stoff her so. Und wir haben sowohl ein großes Familienzelt als auch 2 so kleine Wurfzelte. Und die kannst du sehr schnell, also gerade die Wurfzelte sind super schnell aufgebaut, schnell abgespannt. Und ich bin im Zelt noch nicht nass geworden. Hm. Auch wenn es geschüttet hat. Also 2012, als wir in Dangast waren, hatten wir mehrere Hagelstürme dabei. Da hat es also auch fast jeden Tag geregnet, nicht durchgehend, aber, und ich glaube, das ist so der Trick. Ich glaube, wenn es wirklich 2 Wochen am Stück Bindfäden regnet und das hört nicht auf, dann hast du irgendwann ein Problem. Ich hatte, aber das war auch schon selten in Schweden und da hat es auch geregnet und da tropfte das dann immer vom Zeltdach auf mein Gesicht und dann war irgendwann alles durchgeweicht, durchgenässt und seitdem ist selten für mich einfach nichts. Mhm. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, ein Zelt so aufzustellen, dass es innen nicht regnet. Also ich kenne zum Beispiel diese großen Bundeswehrzelte. Die sind ja aus Baumwolle, so ein Canvas, so ein fester, gewebter Stoff. Die saugen sich natürlich ganz anders mit Regen voll als so ein ganz hauchdünnes weiß ich gar nicht, was das bei uns für ein Material ist, aber es ist halt diese ganz dünne Zeltmaterialien, die hältst du eine halbe Stunde in die Sonne und dann ist das Ding knochentrocken. Mhm. Also von daher, dass ich mir wirklich mal den Popo nass hätte regnen lassen, das hatte ich eben noch nicht. Mhm.
Was wir auf Aaron wirklich machen mussten, war, weil ja unser Auto nicht als Camper umgebaut ist und dementsprechend nicht über die entsprechenden Lüftungen verfügt, wir mussten dann irgendwann mal eine Inselrundfahrt machen. Ich meine, bei 100 Kilometer Inselumfang geht es jetzt auch relativ zügig. Kann man mal machen. Einfach um das Auto warm und trocken zu kriegen. Mhm. Ja, um die ganze, das ganze Kondenswasser, was man eben so ausatmet, auch wieder aus dem Auto rauszukriegen. Ja, einmal durchheizen, ja. Genau. Wobei einfach auch im Großen und Ganzen, ich sag mal, wenn es mal regnet und es wird zwischendurch wieder trocken, ist es echt kein Thema. Das läuft ganz gut. Das ist also echt nicht mein Urlaub. Nee. Also, wenn ich träumen könnte, ist die mir liebste Reiseform Kreuzfahrt. Mhm. Weil ich einfach den Gedanken, jeden Tag an einem anderen Ort aufzuwachen und den zu erkunden, total schön finde. Ja, das kann ich gut verstehen. Es gibt mittlerweile ja auch Kreuzfahrtschiffe, die nicht mehr so umweltbelastend sind wie die von früher, mit denen man ganz gut reisen kann. Und außerdem macht man das auch nicht immer, ne? Also ich glaube, du fährst 5-mal zelten, bevor du einmal eine Kreuzfahrt machst. Die machst du eben auch nicht jeden Sommer irgendwie. Also ich zumindest nicht. Ansonsten dauert mein Urlaub tatsächlich, oder damit eben sich für mich anfühlt, wie Urlaub, muss es länger dauern als eine Woche. Mhm. Den Urlaub hatte ich in Dänemark, wobei ich davon über eine Woche im Bett gelegen habe und mir die Seele aus dem Leib gespuckt habe. Das war nicht schön. Und das Mal davor, wo ich länger als eine Woche Urlaub hatte, war, als ich mit meiner Mutter auf Kreuzfahrt war und mit ihr in einer Kabine verbracht habe. Das war auch schon ein paar Tage her, da kannten wir uns noch nicht mal, oder? Richtig, das war, als mein Vater krank geworden ist und die Reise schon gebucht hatten. Da haben wir also dann umgebucht, mein Vater in die Kurzzeitpflege geschoben und ich bin mit meiner Mutter auf Kreuzfahrt durch Norwegen getingelt. Oh. Ja, ich bin getingelt, sie lag an Deck. Ja, aber mit Mama, also wir haben ja jetzt im Ferienhaus schon festgestellt, dass was uns zu nah ist. Aber auf einem Zimmer war noch näher. Ich habe nachts auf sie aufgepasst, dass sie in Ruhe schlafen kann. Und wenn ich dann nach dem Frühstück mich wieder hinlegen wollte, sagt sie, ach, das ist eine gute Idee, da komme ich mit. Ja, dann habe ich auch da auf sie aufgepasst, dass sie schlafen kann. Oh je. Mhm. Manchmal hat sie freundlicherweise mit einer Tasse Bouillon an Deck geschlafen. Da konnte ich dann auch mal eine Stunde schlafen. Also das ist nicht, wir sind da einfach nicht gut kompatibel. Und ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, Urlaub mit Mutti ist für mich kein Urlaub. Das ist einfach Reisezeit mit Mutti, aber nicht Urlaub. Ja. Ansonsten mache ich ja viel durch diese Umstände. Das sagte ja gerade schon, mein Vater ist krank geworden 2014. Und seitdem mache ich ja eigentlich nur noch Arbeitszeit an anderen Orten, wenn ich das mal so pauschalisiert sage, dass ich irgendwie Mädels besuche. Aber ich bin dadurch, dass ich ja selbstständig bin, eigentlich auch ständig dran. Und es gibt Aufgaben, die kann man nicht abgeben. Weil die, an denen man den, also die Aufgabe, nein, den Menschen, dem man diese Aufgabe anvertraut, müsste man kontrollieren. Dann habe ich wieder Arbeit, also kann ich es auch gleich selber machen. Und so gibt es eigentlich auch immer ein Stückchen Arbeit, wenn ich unterwegs bin. Ich bin nun Gott sei Dank in der komfortablen Lage, dass ich von überall arbeiten kann, wo ein vernünftiges Internet läuft. Was es natürlich einfacher macht, aber ja. Und den Luxus hat man natürlich auch in Hotels. Genau. Das ist so das, wo ich mich eigentlich aufhalte, weil Camping und Autoschlafen und so ist bei mir nicht so weit auf der Hitliste angesiedelt. ich nehme dann lieber tatsächlich deine Schlafcouch, bevor ich mich vor deine Haustür in ein Zelt legen würde. Ja.
ja, ich hätte tatsächlich einfach auch gerne ein vernünftiges Bett, eine ordentliche Toilette und eine heiße Dusche. Und dann komme ich mit Brötchen auf den Campingplatz und wir können zusammen frühstücken. Das ist überhaupt kein Problem. Das klingt gut! Aber ich möchte bitte in einem vernünftigen Bett schlafen. Genau. Ja, ja, und ansonsten ist für mich tatsächlich oberster Luxus, wenn ich alleine bin. Ich menschenscheues Kind. Ja, also so gerne ich und so viel ich auch und ich trubel und also der größte Trubel ist ja onstage, wie wir alle wissen. Ich bin einfach froh, wenn die Tür davon zugeht und ich dann meine Ruhe habe. Ich bin seit so vielen Jahren alleine. Ich arbeite hier von zu Hause. Alles, was hier an Geräuschen passiert, habe ich inszeniert. Hier atmet nichts, hier trommelt nichts, hier klappert und klimpert nichts. Und insofern bin ich tatsächlich, was Geräusche anbelangt, mittlerweile sehr empfindlich und kann nur ordentlich und gut schlafen. Entschuldigung, wenn es einfach mucksmäuschenstill ist. Und je mehr am Tag so los ist, also Onstage ist einfach das super Paradebeispiel für, das ist für mich im Leben kein Urlaub. Onstage ist für mich auch kein Urlaub. Zu laut, zu viele Leute und so schön das auch ist, alle zu sehen. Und aber ich sehe es einfach auch nicht als Urlaub. Das können ja andere, wenn die sagen, die Kinder sind nicht da, es ist Urlaub. Das ist für mich einfach immer noch total anstrengend. Alle in den Arm nehmen, alle drücken, mit jedem schnacken. Es ist wie ein Großkampftag. Ich bin tatsächlich jemand, es klingt so doof, wenn ich das sage, aber da bin ich mir selbst genug. Urlaub wäre tatsächlich, ich mit mir und ich in einem Rhythmus, den ich bestimme und an einem Ort, den ich mir aussuche. Mhm. Ja, der Ort könnte idealerweise irgendwie mit Wasser zu tun haben. Der Ort könnte auch mit Höhe zu tun haben, also in einem Hotel im obersten Stock und dann aufs Wasser gucken und dann 14 Tage da rumschimmeln und Ruhe haben. Das wäre mein Urlaub. Allerdings auch nicht clubmäßig. Ich gehe mal da unten an den Pool und lege mich auf die Liege. Ich bin sehr zurückgezogen und würde schon auch mal in die Stadt gehen oder ein Museum besuchen oder ein bisschen durch die Gegend fahren und mir die Gegend angucken oder wie auch immer. Aber für mich wäre auch der absolute Luxus-Urlaubstag in diesem Hotel zu liegen und den Fernseher anzuschmeißen und nichts zu tun. Kein Hören, kein Sehen. Genau. Wenn viel zu tun ist, drehe ich mich von links nach rechts. Also, um mich nicht wund zu liegen. Das wäre tatsächlich... Ein Traumurlaub. Ja, eine tolle Form von Urlaub für mich. Aber ich muss sagen, wenn ich rückblickend mal gucke, ich habe so einen Urlaub. Also ich bin mal 3 Tage irgendwo alleine, aber nicht 2 Wochen, dass es sich dann auch nach Urlaub anfühlt, weil die viel Zeit habe ich gar nicht. Mir ist gerade übrigens 2017 wieder eingefallen. Na, wo warst du denn? Ich hatte 2017 meinen Jahresurlaub in den Herbstferien, also eine Woche. Und war eben mit meinem Mann, wie bereits schon erzählt, in Wales, also in Südwales und Südengland unterwegs. Hatte noch die Familie besucht und wir waren dann ein bisschen rumgereist. Aber 2017 war das Jahr, wo ich ganz spontan auf Sylt war. Ach. Mit meinem Jüngsten. Mit dem Kleinen, ja. Klein, jung. Ja, klein war er damals auch noch. Mhm. Das war ein ganz, ganz spontaner Urlaub. Da bin ich mit meinem damals 8-jährigen Sohn mit dem Zug von Dortmund nach Sylt gefahren. Also von Dortmund nach Hamburg und von Hamburg dann mit der Bimmelbahn rüber.
Und wir haben dort 4 Tage in einem Mannschaftszelt, witzigerweise wieder, in der Jugendherberge übernachtet. Also die Jugendherberge hatte keine Zimmer mehr frei, hatte aber eben noch Mannschaftszelte. Und wir haben dann eben so ein 6-Mann-Mannschaftszelt gehabt, wo wir dann eben zu zweit ein paar Tage Urlaub verbracht haben. Meine Tochter war in dem Sommer mit ihrer Freundin und deren Eltern unterwegs und mein Sohn war mit der damaligen Ex-Mannes und ihrer Tochter in Italien und der Kleine war halt irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, übergeblieben. Und dann habe ich gesagt, die geheiratet hat. Ich fürchte, den Satz musst du nochmal wiederholen. In meinen Ohren klang der gerade wie ein Funkloch. Okay. Das in unserer Aufnahme auch so ist, deswegen sei so nett und wiederhole den Satz nochmal. Du warst mit deinem Kleinen, der war übergeblieben und? Genau, der Kleine war übergeblieben und dann habe ich gesagt, wir fahren einfach nett irgendwo hin und dann sind wir nach Sylt gefahren. Ich war vorher bei einer Freundin an der Bergstraße als Überraschungsgast zu ihrer Hochzeit. Und da hatte ich gesehen, dass man von dort aus mit dem Zug direkt bis Westerland durchfahren kann. Und dann haben wir das so gemacht und sind eben ja von, von Weinheim kannst du mit dem ICE bis Westerland durchfahren. Okay. Und dann sind wir eben von uns aus über Hamburg nach Sylt hochgefahren, sind dann mit dem Bus zu der Jugendherberge gefahren, haben uns ein paar Tage auf Sylt gegönnt. Das war einfach auch, das war auch richtig schön. Sehr gut. Mhm. Das wäre jetzt nichts, was ich nochmal machen würde mit dieser Jugendherberge, einfach weil, ich sag mal so, auf dem Campingplatz, wenn du jetzt zeltest irgendwo, dann hast du Waschräume, die teilst du dir mit anderen Menschen, aber du hast da Familien, die dann da eben unterwegs sind. Und hier auf diesem Jugendherbergs-Campingplatz hattest du halt Jugendgruppen. Oh. Die Betreuer hatten die Betreuer Waschräume zur Verfügung, also die hatten dann eben entsprechend einen Schlüssel und konnten sich in diese Betreuerwaschräume zurückziehen. Aber ich als Mutter mit einem Kind musste in diesen Waschräumen mich aufhalten, wo die ganzen 13, 14, 15, 16, 17-jährigen Mädels unterwegs waren. Du halt auch keine Kabinen oder irgendwas hattest. Das war jetzt einfach nicht meine Welt. Mhm. Das kenne ich auch von anderen Campingplätzen einfach anders. Da hast du Waschkabinen oder du hast halt eben Duschkabinen, wo du für dich auch alleine bist. Warum das mir irgendwer irgendwann wegguckt, das ist mir tatsächlich noch egal, aber es wäre für mich als junges Mädchen unangenehm gewesen, wenn sich da eine erwachsene Frau neben mir geduscht hätte. Ja. Und das wollte ich denen eben auch nicht antun und mir auch nicht. Das war dann so ein bisschen, das hat dann dafür gesorgt, dass ich halt abends um 11 oder um 12 duschen gegangen bin, wenn die Räume leer waren. Verstehe. Aber ansonsten war es einfach, ne? Es ist eine tolle Insel, es war ein schöner Urlaub, wir waren direkt, mussten über eine Düne und waren direkt am Strand und das ist natürlich ein Traum. Ja, Sylt ist einfach schön. Ja, ein bisschen sehr voll, gerade im Sommer. Ja, Weihnachten kann ich dir Sylt empfehlen. Ich letztes Jahr mit meiner Mutter auf Sylt Weihnachten. Das machen nicht ganz so viele. Aus Gründen. Ja, weil es schön leer ist, dann da. Ja. Ach ja. Also ich finde, du suchst dir einen Urlaub mit deinem Auto in Großbritannien. Und du kommst dann auch dahin? Ja. Und nimmst dir ein nettes Hotel? Ja. Und dann treffen wir uns zum Frühstück an meinem Auto.
Genau, ich bringe Brötchen mit. Das will ich sehen. Nächstes Großbritannien Jahr. Brötchen mitbringen. Ja. Da müssen wir aber schon in die Lakes fahren. Weil da gibt es dann keine Brötchen, oder wie? Da gibt es Bäcker. Da gibt's in Kendall gibt es einen ganz, ganz tollen Bäcker, wo du auch richtiges Brot bekommst. Also für diejenigen von euch, die schon mal in Großbritannien oder irgendwo außerhalb von Deutschland Urlaub gemacht haben, ihr werdet das Problem kennen. Brot scheint eine deutsche Erfindung zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben also in Kendall, meine Oma hat in der Nähe von Kendall gewohnt, das ist das südliche Lake District. Und da gibt es also einen ganz, ganz tollen Bäcker, wo du auch Brötchen bekommst. Sehr gut. Ja. Ja, das müssen wir mal. Das nehmen wir einfach mal so in Angriff. Bin ich auch. Weil wir können doch zusammen Urlaub machen. Wir schlafen halt nur woanders. Genau. Tagsüber zusammen können wir ganz gut. Hauptsache wäre nachts jeder so seins. Also jeder so sein Bett. Genau. Was mir am Zelten oder eben auch am Fahren mit dem Auto, mit dem Wohnmobil so unglaublich viel Spaß macht, ist, wenn es dann nachts regnet. Das prasselt so schön. Und du liegst schön gemütlich in deinem Bett und wartest darauf, dass es aufhört zu prasseln, ja? Ich hatte schon mal gesagt, ich bin geräuschempfindlich, oder? Ich meine ja nur. Warum Zelten einfach blöd ist, weil du dann die Geräusche aus dem Nachbarzelt und von sonst wo alle... Und guck mal, da habe ich komischerweise noch nie schlechte Erfahrungen gemacht auf dem Zeltplatz. Also da kann ich dir sagen, meine Erfahrung, ich bin ja durchaus auch das ein oder andere Mal schon im Hotel gewesen, ist jetzt nicht so, dass ich das nie mache, aber mir ist dann eben oft der Speisesaal zu laut. Oder du kriegst wirklich erschreckend viel einfach von deinen Nachbarn teilweise mit in den Speisesälen, in den Zimmern, je nachdem, in welche Hotels du gehst. Und da verstehe ich also dein Ruhebedürfnis unglaublich. Ich kenne da so ein Hotel in Wickede, ne? Siehst du? Wir sagen nur ein Wort. IQ. Nun ja, das ist aber auch ja ein Leichtbau. Also. Aber ist doch auch Urlaub, oder? Gleich spuckt sie ihr Getränk in den Bildschirm. Mein Schirmchen-Cocktail in den Schirm hinein, ja. Ich drehe den um und ja, dieses Jahr kein Urlaub. Wobei, ich bin jeden Monat unterwegs jetzt. Tatsächlich. Im Juli bin ich mit meiner Mutter. Im August bin ich in Hamburg. Im September bin ich da, wo in Deutschland nur grün auf der Karte ist und keine Autobahn. Ich weiß noch nicht so genau. Da ist bestimmt ruhig. Das hoffe ich. Im Oktober liegt, glaube ich, tatsächlich noch nichts an. Was können wir ändern? Hier ist schön im Oktober. Ja, im November bin ich wieder in Hamburg. Ende November bin ich in Stuttgart. Und 14 Tage im Dezember bin ich schon im Weihnachtsurlaub. Ja, und weißt du was? Entschuldigung, im Weihnachtsarbeitsaufenthalt, da, wo Mutti gerne Urlaub macht. Weißt du was? Ja. Ich komme dazu. Stimmt. Du, wir sehen uns, wir haben unser Planungstreffen diesmal vor Weihnachten. Mal bei dir. Auch schön, ne? Unterm Tannenbaum. Ja. Muss ich mir noch ein schickes Kleid besorgen, sagst du? Kannst auch nähen. Ich nehme dich mit genähtem Kleid. Bitte? Ich nehme dich mit genähtem Kleid. Ohne dass du dich blamierst, weil ich weiß, dass du es kannst. Ha. Nein, das war jetzt Insider. Keine Anspielung. Ja. Urlaub. Nächstes Jahr wieder. Dieses Jahr ein bisschen häuslicher und beschränkter. Ein bisschen anders einfach. Deutschland ist auch schön. Ja. Und das ist eben etwas, was wir jetzt auch hier in den letzten Wochen gemacht haben. Wir haben uns, ich wohne ja in einer Gegend, wo andere Leute Urlaub machen. Ich wohne am Rande des Sauerlandes.
Viele Menschen kommen hier hin zum Urlaub machen. Wir haben viele Talsperren. Wir haben sowas wie Berge. Und ja, hier kann man eben auch ganz toll dann irgendwo hinfahren, ein bisschen durch die Gegend laufen, irgendwo lecker einkehren, auf irgendwelchen Seen, Tretboot fahren oder mit den kleinen Booten durch die Gegend fahren. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Das ist schon schön. Und es ist ein Tag raus. Ja. Ist ein bisschen wie Urlaub. Ja. Hier ist Nordsee. Da brauche ich keine Werbung für machen. Nee, ihr habt Schlickwart. Ja, wenn Ebbe ist. Ja, zweimal am Tag. Genau. Und wenn keine Ebbe ist, habt ihr auch Schlickwatt. Unterm Wasser, ja. Unterm Wasser. Und da ist dann so viel Wasser drüber. Ja. Also, weil ihr das ja nicht sehen könnt, ich zeige gerade, ich würde sagen, 7,5 Zentimeter. Ja. Für die nächsten 500 Meter, die du ins Wasser läufst. Genau. Kennt sich gut aus hier. Ich war ja schon öfter da. Sehr gut. Und ich... Ich bin ein Wahlnordlicht. Ja. Im Herzen Bremer. Sehe ich aus wie ein Fischbrötchen? Nee, du nicht, aber dein Auto. Von wegen. Sie hat mein Auto am Wochenende Fischbrötchen genannt. Ja, ihr Lieben. Ein netter Urlaubspodcast geht zu Ende. Technisch vielleicht ein bisschen ruckelig. Aber ich glaube, ihr könnt das trotzdem nachvollziehen, was wir euch erzählen wollten. Ich hoffe. Und jetzt freuen wir uns dann auf September auf einen neuen Podcast und wünschen euch einen tollen August, falls ihr das hier pünktlich hört. Ansonsten wünschen wir euch einen tollen Tag. Und nächstes Mal geht es auch wieder mehr um unser Lieblingsthema. Also bis dahin. Wir machen Urlaub. Tschüss. Tschüss.